Hallo und herzlich willkommen zu Star Trek Online. Ich bin's wieder, eure Fluffy. Und mit einem neuen Episodenstrang beginne ich heute den Tag. Und zwar ist das diesmal der Ikorianische Krieg. Da ist die allererste Mission Unbehagliche Verbündete. Fluffy, ich habe mir ein wenig Urlaub fernab der Voyager gegönnt und habe gerade das Horus-System in einem Shuttle passiert, als ich ein paar seltsame Energiesignaturen empfing. Ich habe einen Umweg genommen, um dem auf den Grund zu gehen. Sobald es um Hobos geht, kann man nie vorsichtig genug sein. Doch ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Könnten Sie mich bei diesen Koordinaten treffen? Ein richtiges Raumschiff hier zu haben, wäre von großem Nutzen. So. Natürlich habe ich mich sofort auf den Weg gemacht und kann jetzt beginnen mit den unbehaglichen Verbündeten. Und bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. In der Zwischenzeit müsst ihr euch mit meiner schrecklichen Sprechstimme hier abfinden, aber das macht ihr ja alle freiwillig. Den kleinen Gag, den musste ich jetzt einfach mal an dieser Stelle heraushauen. Wenn ich in den Stimmbuch komme, sage ich euch rechtzeitig Bescheid, damit ihr gewarnt seid. So. Urlaub, Hobos-System, unbehagliche Verbündete. Ich möchte es gerne sehen. So. Also das sieht doch schon mal sehr schön aus. Hier spricht das Föderations-Shuttle Tereskova. Ich werde im Hobos-System angegriffen. Dies ist ein Notfall. Ich bitte um Unterstützung. Dies ist die Traveler. Wir haben ihren Notruf empfangen. Traveler, ich werde vom romulanischen Schiffen angegriffen. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich bin zwar kein schlechter Pilot, doch es geht hier ziemlich ruppig zu. Bestätigt, Tereskova, wir sind unterwegs. Dieser Frachter wurde mit schweren Waffen ausgerüstet. Ich glaube nicht, dass sie Güter mit sich führen. Das ist ja komisch. Romulanische Frachter, die hier einfach angreifen? Helfen wir einfach mal. Breitseite Fluffy, immer schön. Kriegsflotte des romulanischen Sternenimperiums? Das sind keine Schiffe des Tal Shiar. Es sind Loyalisten des Imperiums, sagt die gute Dame von der Tereskova. Vielen Dank für die Unterstützung, Traveler. Ich war dabei, einige Sensorenwerte zu untersuchen, als ich diesen umherrenden Frachter entdeckte. Ich habe sie gerufen und daraufhin haben sie das Feuer eröffnet. Gut, dass sie so schnell auf mein Notsignal reagiert haben. Wissen Sie, warum sie angegriffen wurden? Das weiß ich noch nicht. Basierend auf den Identifikationscodes des Schiffs sind das keine Tal Shiar-Schiffe, nur Einheiten der Kriegsflotte des alten romulanischen Sternenimperiums. Es sind keine Freunde der Geheimdienste, aber auch keine Verbündeten der Republik. Die letzten waren Söhne des Imperiums, sowas in der Art. Ich möchte sie nicht weiter aufhalten, aber mein Shuttle hat ziemlich viel einstecken müssen. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich es an Bord bringe? Wir werden Ihnen eine Landerampe bereitstellen. Wir müssen auch diesen Frachter prüfen. Den scannen wir jetzt zuerst mal. Scanne. Ihre primäre Antriebsanordnung ist beschädigt. Empfange verschiedene romulanische Lebenszeichen. Sir, wir werden gerufen. Auf den Schirm bitte. Hier spricht Leutnant Gayu Selan. Dieses Schiff wurde manövrierunfähig gemacht. Ihr Eingriff war zerstörerisch, aber nicht tödlich. Leutnant Selan, was haben Sie auf diesem Frachter zu suchen? Diese Einheit führt seine prioritären Direktiven durch. Alle anderen Direktiven wurden aufgehoben. Warum haben sie uns angegriffen? Diese Einheit ist das Schiff gegen einen externen Angriff verteidigt. Die Verteidigung von Verbündeten wird durch die prioritäre Direktive gefordert. Gaius, warum bezeichnen Sie sich als diese Einheit?
Die Scans des Frachters zeigen, dass dieser erstaunlich gut ausgerüstet ist, doch ich empfange keine Anzeichen von Schmuggelware oder Borg-Technologie außerhalb von Leutnant Celans Implantaten. Es gibt nichts, was seine Verhaltensänderungen erklären könnte. Captain, was wäre, wenn jemand Gaius über dessen Borg-Implantate kontrollierte? Wir wissen, dass das möglich ist und sein Verhalten ist wirklich ungewöhnlich, fast so, als wäre er wieder Teil des Kollektivs. Er hat unsere Frage nicht beantwortet, weil er nicht dort ist. Wir müssen herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. Es gibt noch eine Anlage auf den Überresten des Hobosmonds, Sir. Ich empfange eine Energiesignatur von deren Lebenserhaltungssystem. Wer auch immer dieses eingeschaltet hat, könnte sich noch immer dort befinden. Erfassen Sie diesen Frachter mit einem Traktorstall und senden Sie ein Außenteam, um mich im Transporterraum zu treffen. Sie können zur Oberfläche gebeamt werden, sobald Sie bereit sind, Sir. Bin ich. Herunterbeamen. Und jetzt dürfen wir alle gespannt sein, wer dafür verantwortlich ist. Diese Anlage ist schwer beschädigt, Sir. Der atmosphärische Druck ist zwar stabil, es besteht jedoch Energiefluktuationen und viele Computersysteme sind kaum noch funktionsfähig. Taris hat diesen Ort im schlechten Zustand zurückgelassen. Die Scanner erfassen mehrere romulanische Lebenszeichen in der Anlage. Um wen auch immer es sich dabei handelt, die Lebenszeichen kommen tief aus dem Inneren der Anlage. Sie versuchen dort wohl, die Energie wiederherzustellen. Mal sehen, ob wir Informationen aus diesem Computersystem beschaffen können. So. Jetzt gucken wir erstmal nach Hinweisen auf einen Durchgang. Umweltsysteme online. Auslastung des Computerkerns 12%. Alarm. Schadenskontrollbericht. Okay, wir sollten das mal überprüfen. So, jetzt müssen wir weiter zum Portalraum. Eine Discovery-Verschlusskiste. Untersuchen Sie die Konsole. Mache ich. Ich frage mich, woran Sie gearbeitet haben. Tivel, das frage ich mich auch. Energiesysteme nominal. Geothermische Armaturen funktionieren zu 58%. Hauptarchive gesperrt. Sie haben genug Energie, aber immer noch keinen Zugriff auf den Computerspeicher. Das ist nicht besonders hilfreich. Sie versuchen, sich Zugang zum Portalarchiv zu verschaffen. Meint die gute Leutnant Commander Van Ziel? Also, wir schauen erstmal, was da noch auf uns wartet. Wie schön sie da alle so stehen in Reihe und Glied, ne? Ach ja, das ist schon immer so eine Sache. Dieses Labor wurde angegriffen, aber nicht vollends zerstört. Vielleicht können wir hier ein paar Hinweise finden. Gute Idee, Schlucky. Eine Elitewache, wir scannen mal. Wir können derzeit nichts für Sie tun, Sir. Ich weiß, dass verschiedene Fraktionen seit dem Untergang von Romulus um diese Anlage gekämpft haben. Sie hofften herauszufinden, was die Supernova auslöste. Es scheint, als seien es Remaner gewesen, die mit der Republik verbündet waren und die sich gerade am falschen Ort befanden. Ihre Verletzungen weisen auf militärische Disruptoren der Romulaner hin. Dies entspricht dem, was wir von den romulanischen Flottenpräsenz hier gesehen haben. Diese Wunden sind ziemlich neu. Die Remaner müssen zu den Streitkräften Obisex gehört haben. Sie haben diese Anlage gesichert, nachdem sie von Taris übernommen hatten. Okay. Wird hier auch noch irgendwas tun hier? Es überrascht mich, dass die Statue all die Schlachten, die hier geschlagen wurden, überlebt hat. Da hat sie natürlich recht, die frische Welle. Die ist hier gemeint. Aber wir gehen trotzdem einfach mal weiter. Gucken, ob wir doch noch nützliche Hinweise finden können. Links
es ist eine Tür. Dieser Ort scheint schreckliche Ereignisse nur so anzuziehen. Mein Plüscherella. Ist auf jeden Fall alles defekt, aber da kommen wir durch. Ist auch alles hier sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich will doch hier weg. Laborcomputer überprüfen. Diese Imperialisten. Ja, die Tübel. Dateisystem angehalten, verifizierte Integrität. Datei korrumpiert. Wiederherstellung. Bitte warten. Geschätzte Dauer 825 Zyklen. Wir müssen in dieses Labor gelangen. Diese Romulaner könnten versuchen, das ikorianische Portal in ihren Besitz zu bringen oder neu zu starten. So. Dieser Ort hat ziemlich viel Kampf erlebt. Zunächst Taris versucht, das Portal zu reaktivieren, dann der Gegenangriff der Republik und nun ein erneuter Ansturm von wem auch immer. Schlacki und Flischerella, die spekulieren auch gerade darüber, was hier eigentlich los ist. Durch diese Tür können wir nicht. Das kann man jetzt hier schon erkennen. Wie komme ich denn dann da hin? Da. Also wir kamen ja gerade von da hinten. So. Hier ist so weiter nichts. Wir müssen durch diese Tür. Medizinischer Subleutnant. Tut mir leid, dass ich sie hier so überraschend flankieren muss. Oh, warum rufe ich denn jetzt die Sicherheitseskorte? Also ich bin manchmal auch echt... Die jetzt weg hier? Ja, Flip, der Paketzusteller ist auch gleich weg. Du kannst weiter machen. Flip regt sich gerade wieder auf. Da kommen die Nächsten. Es ist alles sehr gut bewacht hier. Dürfen wir haben. Sind hier unten noch mehr? Wir müssen ja irgendwie das Tor sichern. Und ich denke, dazu müssen wir an genau dahin, wo die herkamen. Okay, hier ist schon der Zugang versperrt. Da auch. Wir müssen hier herum. Fehler, hat Flischerella gerade gesagt. Habe ich das richtig verstanden? Also. Sela, wo ist sie denn? Da, das ist tatsächlich die Kaiserin Sela. Sela gefangen nehmen, ich ergebe mich. War's das? Nun nein, ich habe noch wichtige Informationen über Ihren armen Freund Leutnant Celan und wie man dessen verwirrtes Borgchen wieder in Ordnung bringen kann. Außerdem über die Portale und wie Sie sie benutzen und über die Ekoianer. Und jetzt sagen Sie mir, sind diese Dinge nicht wichtiger als das flüchtige Vergnügen, das Sie spüren, wenn Sie mich erschießen? Ich habe kein Interesse an weiteren Lügen von Ihnen. Aber Sie möchten herausfinden, was ich Ihnen sagen kann. Dieses Portal wurde zwar irreparabel beschädigt, aber ich konnte dennoch einiges erfahren, als ich bei den Ekoianern zu Gast war. Ich bin mit der Funktionsweise Ihrer Portale vertraut
und ich habe mir einige Koordinatensätze gemerkt. Ich weiß von Orten, die sie noch nicht zu Gesicht bekommen haben. In Wirklichkeit war mein einzigstes Ziel, hier ein Portal zu einer ganz bestimmten ikorianischen Basis zu öffnen. In einem Gefängnis entkommen, um direkt ins nächste zu wandern? Nicht wirklich. Glauben Sie wirklich, dass es nur zwei Dyson-Sphären gibt? Es gibt mehr und ich weiß zudem, wo sich die Sphäre befindet, die von den Ikorianern immer noch genutzt wird. Wollen Sie sich diese etwa nicht ansehen? Warum sollte ich dem ganzen Glauben schenken? Sie haben uns noch keinen glaubwürdigen Beweis geliefert. Sir, wir erhalten eine Nachricht vom Kommando. Stellen Sie durch. Admiral Fluffy, wir haben alarmierende Nachrichten erhalten und ich muss Ihren Missionsbefehl aktualisieren. Ihr Kommunikationsoffizier berichtet mir, dass Sie sich nicht an Bord Ihres Schiffes befinden. Wie ist Ihr Status? Ich bin derzeit etwas beschäftigt, Sir. Nein, bitte nur zu, ich kann warten. Nur zu, Admiral. Admiral Fluffy, wir haben erfahren, dass Sela aus der Gefangenschaft der Republik geflohen ist. Sie wurde zuletzt im Defron-Sektor gesehen. Bitte beachten Sie, dass sie angeblich Hilfe von Leutnant Gaius Celan erhielt, einem Geheimdienstoffizier der Republik. Sie befindet sich hier, Sir. Ich habe sie und eine Gruppe Loyalisten des Romulanischen Imperiums. Sie hat sich ergeben. Der Geheimdienst der Republik geht davon aus, dass sie bestimmte Informationen über die Ikorianer noch nicht mit uns geteilt hat. Dies ist zwar ein bisschen seltsam, aber wir sollten ein wenig Spielraum geben. Bleiben Sie in der Nähe und versuchen Sie, mehr über Ihre Pläne zu erfahren. Seien Sie bereit, sie festzunehmen, wenn sie irgendjemanden in Gefahr bringt. Okay, verstanden. Mal sehen, was wir entdecken können, Admiral Quinn. Na, na, na. Halte deine Freunde nahe bei dir, aber deine Feinde noch näher, lautet das Sprichwort, nicht wahr? Ich schlage Ihnen Folgendes vor. Sie wollen Gaius zurückhaben und erfahren, was ich weiß. Ich bin gewillt, Ihnen beides zu geben. Doch wir werden das zunächst auf meinem Schiff besprechen müssen. Keine Sorge, ich bin mir sicher, dass Ihre Crew Sie beim ersten Anzeichen von Gefahr herausbeamen wird. Genießen Sie es, die Oberhand zu haben, solange es Ihnen möglich ist. Sie stellen keine Bedrohung für mich dar. Wir werden das auf Ihrem Schiff besprechen. Hoffentlich war das nicht falsch. Aber ich will doch auch mal ein bisschen selbstbewusst sein. Ich vermute, dass wir keine andere Wahl haben. Wir können Sie auf Sailors Schiff beamen, sobald Sie bereit sind. Doch ich werde Sie begleiten und Ihnen den Rücken frei halten. Dann mal auf Sailors Schiff beamen. Jetzt bin ich mal gespannt. Sela? Ich spreche sie mal an. Ich weiß, dass sie nicht geeignet sind, mir zu glauben, doch ich sage die Wahrheit. Ich habe die Koordinaten zu einer Sphäre, die die Ikorianer immer noch nutzen. Die Ikorianer haben viele Diener. Einige davon, wie zum Beispiel den Elahi, sind sie bereits begegnet. Ich habe beobachtet, wie sie die Portale geöffnet haben und habe mir die Koordinaten gemerkt. Die Ikorianer bringen ihre Soldaten und ihre Schiffe in Stellung. Sie werden schon bald auf unsere Türschwellen stehen. Und was soll ich machen? Das ist unsere Chance herauszufinden, mit was die Ikorianer derzeit beschäftigt sind und wann sie angreifen werden. Und sie werden nicht warten, bis wir unsere Schiffe in Position gebracht oder Verteidigungsmaßnahmen getroffen haben. Eines Tages, und dieser Tag wird schon sehr bald sein, werden die Ikorianer einfach nahe unserer Heimatwelten auftauchen und wir werden kämpfen müssen, um zu überleben. Was haben Sie mit Leutnant Celan getan? Armer Gaius, diese ganzen Borg-Implantate in seinem Kopf vereinfachen es, ihn zu beeinflussen. Ich hatte etwas Zeit, mich mit Borg-Technologie vertraut zu machen. Das Einzige, was man wissen muss, ist, welcher Schalter wann umgelegt werden sollte. Es war sehr hilfreich, einen Komplizen zu haben. Ohne seine Hilfe wäre mir die Flucht nie gelungen. Als Zeichen guten Willens dürfen Sie ihn nun gerne wieder zurückhaben. Er wird vermutlich keine bleibenden Schäden davontragen. Wie ist es Ihnen gelungen, Gaius so gründlich umzuprogrammieren? Seine Implantate waren nicht allzu invasiv.
Der Tashia hat sich jahrzehntelang mit Gedankenkontrolle beschäftigt und ich hatte vollen Zugriff auf seine Methoden. Einige davon sind ziemlich genial. Haben Sie gewusst, dass man mit bestimmten Sequenzen mentaler Konditionierung und Bildprojektion jemanden dazu bringen kann, seinen besten Freund zu töten? Ich habe bereits einer erfolgreichen Anwendung dieser Methode beigewohnt. Sobald man weiß, wie man in den Kopf einer Person gelangt, bleibt man für immer dort. Sie glauben wirklich, dass Sie gegen die Ikoyana kämpfen können? Mit den Koordinaten, die ich mir merken konnte, habe ich Zugriff auf eine Aufmarschsphäre der Ikoyana. Es ist zwar riskant, das Datennetzwerk der Ikoyana anzuzapfen, doch der potenzielle Nutzen ist gewaltig. Es wird nicht einfach, ikoyanische Betriebssysteme sind so konzipiert, dass sie andere Computer überschreiben und zerstören. Ich weiß allerdings genug über ihre Geräte, um nützliche Informationen extrahieren zu können, bevor dies eintritt. Wir müssen vor allem herausfinden, welche Streitkräfte die Ikoyana gegen uns einsetzen werden. Nur so können wir uns hinreichend vorbereiten. Dann sollten wir mal ihr Schiff manövrierunfähig machen. Meine Ingenieure berichten, dass die Probleme haben, die Antriebsenergie stabil zu halten. Es scheint, dass sie meinem Schiff beträchtlichen Schaden zugefügt haben. Voneinander völlig unabhängige Systeme versagen willkürlich. Vielleicht können Sie einige Ihrer Leute in den Maschinenraum schicken, um sich umzusehen. Denken Sie daran, je schneller wir von hier verschwinden, desto schneller wird das Ganze vorüber sein. Okay, wir machen es nicht unfähig, sondern manövrierfähig. Entschuldigt bitte. So. Das macht sie nicht gerade liebenswerter. Doch ich habe kaum eine Wahl. Was soll man da sonst zu sagen, ne? Zu Sailor. Ich kann mich hier noch nicht mal hinsetzen. Das ist schon irgendwie ein bisschen unverschämt, ne? Diese Sailor. Ich mag die einfach nicht. Die geht mir richtig auf den Nerv. So. Diese Einheit befindet sich im Diagnosemodus. Leutnant Sailor, können Sie mich verstehen? Was ist geschehen? Diese Einheit befindet sich im Diagnosemodus. Gaius, haben Sie eine Ahnung, was Sie da machen? Diese Einheit reagiert auf neurale Überbrückungen. Bitte helfen Sie mir. Ich werde sie hier rausholen, Gaius. Traveler, einen zum Beamen direkt auf die Krankenstation. Oh Gott. Die Sailor. Die alte Hexe. So, ich werde jetzt aber erstmal in den Maschinenraum gehen. Ich denke, dass ich... Haltet die hier im Auge. Die kleine Made. Ich traue ihr noch immer nicht. Nein, ich auch nicht, Fluscherella. Aber der Admiral kann sich um sie kümmern. Hoffe ich. Turbolift zum Konferenzraum. Das ist doch aber falsch, oder? Ich gehe, glaube ich, trotzdem. Ich soll doch in den Maschinenraum. Ah, da bin ich aber richtig. Wie lauten Ihre Befehle, Sir? Ja, wenn ich das mal wüsste. Wir müssen den Hauptdeflektor reinitialisieren. Der Hauptdeflektor dient der Partikelmanipulation und der Feldenergierung. Dies ist die Aufgabe, die ein Wissenschaftsoffizier am besten bewältigen kann. Tyrell. So. Weitere Aufgaben delegieren. Wir müssen den Hauptstufenfluxkühler reparieren. Mischstufen sind komplexe Formeln, Sir. Dies ist eine Aufgabe, die ein Ingenieur am besten bewältigen kann. Schlucky, an die Arbeit. So, wie lauten Ihre Befehle? Wir müssen die Schilde wieder hochfahren. Minimale Schilde wiederherzustellen erfordert Wissen über die Schildinduktionssysteme und das Ladungsvolumen, das ein umgerüsteter Frachter aushalten kann. Dies ist die Aufgabe, die ein taktischer Offizier am besten bewältigen kann. So, hier, frische Weller. An die Arbeit.
Okay. Das war keine technische Störung, sondern eine Bombe. Okay, und ich habe gerade gedacht, dass der Schlacki da Unsinn gemacht hat. Was machen Sie mit meinem Schiff da unten? Machen Sie es nicht noch schlimmer? Mein Zähler. Die sind ja hier schon am Löschen. Keine Sorge. Sir, der Saboteur, der diese explosives Gerät hochgehen ließ, ist noch immer auf freiem Fuß. Die Scans zeigen weitere Geräte, die im Maschinenraum des Schiffs platziert wurden. Es gibt scheinbar einige Geräte, die konzipiert sind, um Leute davon abzuhalten, an die Minen heranzukommen und sie zu entschärfen. Sie werden ihren Tricoder verwenden müssen, um die Minen zu desynchronisieren und etwas näher heranzukommen. Wiederholen Sie den Vorgang, solange Sie in Reichweite sind und sie entschärfen können. Sollten Sie zu nahe kommen, ohne die Sensoren zu deaktivieren, werden die Antipersonenverteidigungssysteme feuern. Bewegen Sie sich in die Nähe eines Gerätes, um dessen Sensoren zu deaktivieren. Nähern Sie sich dabei dem Gerät immer weiter an, bis Sie es unschädlich machen können. Lösen Sie jedoch nicht die Antipersonensprengladungen aus. Also muss ich die Sensoren der Mine blockieren, bis ich nah genug herankommen kann, um die Mine zu entschärfen. So. Ich muss dafür meinen Tricoder benutzen, um hier was zu finden. Mache ich nochmal. Ich habe nämlich gerade nichts gesehen. Wo leuchtet denn der hin? Hier? Wie mache ich das denn? Bombensensoren täuschen. Jetzt habe ich das verstanden. Okay, alles kein Ding. So, und jetzt kann ich da ran. Bombe deaktivieren. Eine wäre geschafft. Sieht so aus, als würden sich da noch mehr befinden. Scanne nach weiteren Bombensignaturen. Ich denke, dass ich hier runter muss, guter Tibor. Bombensensoren täuschen. Insgesamt gibt es 3 Stück. Okay, das haben wir auch geschafft. Dann täuschen wir die auch wieder. Die zweite Bombe entschärfen. Wie viele Bomben besitzt dieser Saboteur? Muss ich Sie daran erinnern, dass wir einen Zeitplan haben? Hoffentlich nicht. Zähler, sei ruhig. Du bewegst dich auf ganz dünnem Eis, Zähler. Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Bombensensoren täuschen. Bombe deaktivieren. Die Sensoren erfassen eine Energiespur, Sir. Der Saboteur befindet sich in der Nähe. Ich denke es auch. Das sind sie alle. Aber wo soll ich denn jetzt hier hin? Jetzt hänge ich hier in der Wand fest. Hier konnte ich doch nicht weiter, oder? Meint ihr, der befindet sich da hinten? Das ist auf dieser Seite. Da!
Doch, der Ingenieur hat ein weiteres Gerät. Ja, das ist ja echt ein Ding. Gerade entschärft und dann steht er hier schon mit der nächsten Bombe in der Hand. Jetzt sprechen wir erstmal mit dem. Ich erkenne Sie. Bitte helfen Sie mir. Ich bin ein verdeckter Mitarbeiter des Geheimdienstes der Republik. Ich habe diese Offiziere der Romulanischen Kriegsflotte unterwandert, weil deren Loyalität Sela gilt. Wir haben die Chance, Sela wieder gefangen zu nehmen, wenn wir dieses Schiff manövrierunfähig halten können. Wie sind Sie an Bord von Selas Schiff gelangt? Dies ist mehr als nur Zufall. Es gibt Spione der Republik in vielen Gruppen, die dem Imperium gegenüber loyal sind. Einige haben sogar den Tal Shiar infiltriert. Es war purer Zufall, dass ich gerade die Gruppe unterwandert habe, die für Selas Gefängnisausbruch verantwortlich war. Was ich jetzt brauche, dass dieses Schiff so lange manövrierunfähig bleibt, bis die Republik hier eintrifft. Dann können wir Sela wieder dorthin bringen, wo sie hingehört, in eine Gefängniszelle. Das kann ich nicht tun. Ich kann nicht zulassen, dass sie dieses Schiff weiter manövrierunfähig halten. Ich bin gezwungen, sie zu betäuben. Sie werden von Sela benutzt. Sie wird ihnen niemals etwas von Wert verraten. Falls sie eine Gefangene der Ekoiana war, dann hat sie mit Sicherheit nichts Wichtiges gesehen. Falls sie noch mit ihnen zusammenarbeitet, dann führt sie sie in eine Falle. Ihre einzige Option ist es, sie jetzt gefangen zu nehmen und uns dabei zu helfen, jene in der Republik, die ihr zur Flucht verholfen haben, zu entlarven. Ich muss den Vorgängen freien Lauf lassen. Sela wird uns nichts erzählen. Doch wenn ich sie davon überzeugen kann, dass ich auf ihrer Seite bin, wird sie mir alles verraten. So. Der ist jetzt erstmal betäubt. Also keine Sorge, liebe Kinder, dem passiert nichts. Der schläft nur noch. Ne? So, und jetzt müssen wir zurück zur Brücke und gucken, ob die Sela, die Tante Sela, noch da ist. So eine verhasste Tante. Turbolift zur Brücke, bitte. Ja. Da kann man schon so verzweifelt sein, da muss man erstmal einen Tribble streicheln. Das ist nicht einfach. Sela ist einfach zu viel für meine Nerven. So, Sela, erzähl mal was. Mir wurde berichtet, dass Sie einen Saboteur gefangen haben. Ich toleriere keine derartige Bedrohung für die Sicherheit dieser Mission und meiner Mannschaft. Ich beabsichtige, ihn unverzüglich exekutieren zu lassen. Ich nehme ihn in Gewahrsam. Dies ist nicht verhandelbar. Schön und gut, doch das löst unser Problem nicht. Wir müssen ein funktionstüchtiges ekoianisches Portal finden. Ich weiß, wo wir ein Portal finden. Die Traveler ist bereit zum Abflug, Sir. System verlassen. Oh, mit Sela zusammenzuarbeiten, das ist so ziemlich das Schlimmste. Hekef hatte hier eine Basis. Er hat Forschung für die Ekoiana betrieben. Mein Schiff wurde modifiziert, um seine Energiefelder zu maskieren. Es sollte uns also möglich sein, unentdeckt dorthin zu gelangen. Der Tal Shiar könnte allerdings... Können Sie dem Tal Shiar nicht befehlen, uns vorbeizulassen? Der Tal Shiar dient nun den Ekoianern. Einige Teile der imperialen Kriegsflotte sind immer noch treu, doch der Tal Shiar würde mir eher aus dem Weltraum schießen, anstatt mich anzuhören. Nun gut, ich werde auf mein Schiff zurückkehren. Auf Nopala werden wir mehr herausfinden. Traveler, beamen Sie uns hoch. Oh Gott. Das ist echt eine Strafe. Sela. Ich habe gedacht, ich habe die endlich abgeschüttelt. Die Sensoren erfassen eine große Zahl von Trümmerteilen und mindestens ein romulanisches Schiff im Orbit, Captain. Ich kann nicht sagen, ob es der romulanischen Kriegsflotte oder dem Tal Shiar gehört, doch es ist mit Sicherheit kein Schiff der Republik. Rufen Sie Sela. Hat sie irgendwelche Informationen darüber? Das sind Tal Shiar-Schiffe. Die Kriegsflotte des Sternenimperiums hat weder das Interesse noch die Möglichkeit, in derart abgelegenen Systemen als Ordnungsmacht aufzutreten.
Zwischen dem Taishia und mir bestehen diese Tage eine Vielzahl von Meinungsverschiedenheiten. Sie brauchen sich also nicht zurückzuhalten. Das letzte Mal, als ich hier war, hatte Hekef eine geheime Einrichtung auf dem Planeten. Der Taishia verwendet seine alte Basis bestimmt noch. Feindliches Schiff, dieses System ist unter Kontrolle des Taishia. Fahren Sie Ihre Waffen runter und bereiten Sie sich darauf vor, geändert zu werden. Unwahrscheinlich, Schilde hoch. So, komm, wir müssen jetzt auf diesen Schlachtkreuzer zufliegen. Und den erstmal handlungsunfähig machen. Mit Fluffys Breitseite. Wir werden angegriffen. Wir bitten um sofortige Unterstützung. Kommen Ihrem Hilfegesuch nach. Das sollte für uns, denke ich mal, bedeuten, dass wir noch ein bisschen mehr Ärger bekommen. Als uns lieb ist. Angriff. Wie geil das aussieht, ne? Weil ich bin ganz pink. So. Das hat die USS Traveler wieder sehr schön gemacht. Die Sensoren erfassen eine Anlage auf der Oberfläche, in der sich eine kleine Gruppe von Romulanern aufhält, Sir. Dort scheint auch eine Art Dämpfungsfeld aktiv zu sein. Das Dämpfungsfeld verhindert, dass wir sie in bestimmte Bereiche der Anlage hinunterbeamen. Wir können sie jedoch in den Außenbereich eines der Gebäude beamen. So, dann mal bitte zur Nopada-Oberfläche beamen. Alle kommen sie mit. Finde ich schön. Flip. Also wenn das hier zwischendurch mal hier quietscht oder so, dann ist das Flip, der immer vom Bett hochspringt und wieder runterspringt. Und wieder hoch und wieder runter. Entweder mit Ball oder mit irgendwas anderes. Also. Oder wahrscheinlich auch wieder mit Socken. Der weiß es ja nicht doof. Der weiß ja ganz genau, dass ich mich jetzt hier drauf konzentriere und dann nutzt er das, um Socken zu klauen. Ach ja. Der macht die nicht kaputt. Der will die einfach nur bei sich haben. Ich weiß nicht warum. Das hat er seit er klein ist. Na, Flip. Mit seinen Socken. Er liebt Socken. Also ich glaube, das wäre immer das ideale Geschenk, wenn man Flip Socken schenkt. Können auch frisch gewaschen sein, das ist ganz egal. Hekefs private Forschungseinrichtung. Bald wird sie im Sand untergehen. Welch Monument des Wahnsinns. Ich hätte nie gedacht, dass ich hierher zurückkehren würde, nachdem ich aus Hekefs Arena fliehen konnte. Ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Wo die ganzen Mugatus waren und dieser Table Dance Club. Der Energiezufluss zur Tür scheint wiederhergestellt zu sein, allerdings ist sie immer noch verschlossen. Sailor. Der Taishia verwendet üblicherweise einen Ableiter, um Standardzugriffscodes auf elektronischen Schlössern abzufangen. Geben Sie mir einen Augenblick. Hier bitte, Sie sollten wirklich einige dieser Tricks lernen. Charmant. Danke. Ach ja. Diese Tür funktioniert trotz all des Sandes einwandfrei. Das ist doch mal eine Option, wa? Jemand anderes ist vor kurzem hier durchgekommen. Woher wissen Sie das denn? Leutnant Commander von Sue? Hier gibt es doch Ärger. Jo, da gibt es auch Ärger. Ich springe trotzdem einfach immer da mitten rein, um die so ein bisschen zu flankieren. Weil mir das Spaß macht. Haben wir sie alle? Da ist noch eine Drohne. Wir
Es ist nicht wirklich überraschend, dass diese Kantine der einzige Ort ist, der völlig verwüstet wurde. Logbücher lesen. Persönliches Logbuch. Wir konnten unseren Scanner anpassen und entdeckten einen weiteren Durchgang hinter einer der Wände des Büros. Bisher konnten wir ihn jedoch nicht öffnen. Er wurde vermutlich über die Computersysteme gesperrt. Wir werden nicht darum herumkommen, die Codes zu knacken. Doch leider war Hekev so paranoid, dass er sie mit einer fraktalen Verschlüsselungsmethode gesichtet hat. Nicht einmal die Borg könnten diese Verschlüsselung durchdringen. Wir haben bereits den Computer darauf angesetzt, doch das könnte Monate dauern, wenn wir Glück haben. Okay, der Commander sagt, dass die Streitkräfte anderswo gebraucht werden. Daher wird sie hier nur eine minimale Crew zurücklassen. Sie sagt, dass es keinen Sinn ergibt, Truppen auf einem verlassenen Planeten zurückzulassen, solange wir nichts Nützliches finden. Ich hoffe, dass sie uns alle so schnell wie möglich von hier abzieht. Das war es mit dem Logbuch. Und da geht es ja schon wieder weiter. Sehr gut. Alles sicher. Wenigstens waren sie schlau genug, die Waffen aus dieser Waffenkammer zu nehmen. Oh, müssen sie hierher und das Logbuch lesen. Obwohl wir es geschafft haben, die Energie der äußeren Anlage teilweise wiederherzustellen, wird das Labor weiterhin von seinem eigenen Energiesystem versorgt und von einem Verzerrungsfeld umgeben. Die ganze Mission war bisher eine einzige Übung in der Kunst der Vergeblichkeit. Das habe ich auch dem Commander gesagt, doch sie will nichts davon hören. Sie hat die meisten Ingenieure abgezogen und nur unsere zwei kleinen Gruppen zurückgelassen für den Fall, dass wir etwas Neues finden. Ich hasse diesen Planeten. Es gibt hier nichts zu tun, außer auf Seelat-Katzen zu schießen, das Energiesystem zu warten und den Sand außerhalb der Türen zu halten. Was? Ihr schießt auf kleine Katzen, das ist ja frech. Hekevs Büro durchsuchen, das wird aber, denke ich mal, doch nicht hier sein. Nein. Hier geht's rum. Hinterausgang überprüfen. Das muss Hekevs Zuflucht sein. Ich nehme an, dass diese Seitentür nicht, was hat sie gesagt, nicht nur als Dekoration dient. Hier. Ich gucke mir hier erstmal alles an. Okay. Das ist also Hekevs Büro hier. Okay. Wir folgen diesem Tunnel hier einfach mal und schauen, was uns da erwartet. Es muss einen Weg durch diese Wand geben. Vielleicht befindet sich im Büro ein Öffnungsmechanismus für die Tür. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Erlaubnis verweigert. Zugangsdaten ungültig. Erlauben Sie mir, Computer, Identifikation von Sela, Sicherheitscode Kaiserin 1, Zutritt zum Labor entsperren. Woher weiß sie den Code? Willkommen, kaiserliche Hoheit. Sie sollten immer eine Hintertür haben. Ich werde versuchen, das in Erinnerung zu behalten. Boah, diese Frau. Ich traue der nicht einen Zentimeter. Nicht von der Wand bis zur Tapete. Okay. Noch eine Geheimtür. Hekev war schon immer derart melodramatisch.
müssen versuchen, dieses Portal zu reaktivieren. Tor aktivieren. Sie sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Es ist an der Zeit, sie beide zu vernichten. Was ist denn jetzt mit der los hier? Spinnt die? Also immer. Da kann man mal sehen. Da denkt man, Zela ist der Feind. Die habe ich ja gar nicht mehr großartig wahrgenommen und ernst. Leutnant von Zyl. Töten Sie es! Unglaublich. Oh. Dieser neurale Parasit erklärt, warum sich Van Zyl so schnell gegen uns gewandt hat. Es ist jedoch noch immer nicht klar, wie sie sich überhaupt infizieren konnte. Es muss passiert sein, als sie sich an Bord der Voyager im Delta-Quadranten befunden hat. Der Parasit wurde entfernt, doch wir müssen sie zur Krankenstation bringen. Ja, Sir, wir werden uns darum kümmern. Ich denke, ich verstehe nun, was passiert ist. Leutnant Commander von Zyl hat Zela wegen des Parasiten verfolgt. Sie hat vermutlich sogar den Kampf, für den sie uns um Unterstützung ersuchte, angefangen. Sie war die ganze Zeit unter dem Einfluss der Ekoianer und sie hat sichergestellt, dass sie in ihrer Nähe und Zelas Nähe bleibt, damit sie Zelas Pläne hätte aufdecken und sie dann eliminieren können. Wenn die Ekoianer Zela so verzweifelt ausschalten wollen, dann ist sie wohl auf der richtigen Spur. Traveler, einer zum Beamen, direkt auf die Krankenstation. Alarmieren Sie die Neurologie und bereiten Sie sich auf einen Traumapatienten vor. Oh Gott, die Arme. So, erstmal zur Krankenstation. Na also, jetzt muss ich nur noch die Koordinaten eingeben. Ich würde ja sagen, sieh zu ZZ. Was jetzt passiert? Bin ich jetzt durch das Portal gegangen? Ich bin jetzt auf der besseren Seite, oder? Hoffentlich gibt es da Kekse oder so. Cookies. Cookies. Auf die dunkle Seite, die hat Kekse. Und ich habe nur Wasser. Und hier, Tabletten habe ich auch. Leider nicht mehr genug. Ibuprofen. Schmerzfrei bin ich ja sowieso nie. Auch wenn es mir gut geht. Das ist hier das Programm. Normal kann jeder. Aber fluffig, flauschig nicht. So. Erzähl mir jetzt, was los ist. Hey, hier oben! Schneller! Sie werden uns bald entdecken! Wie die da abgedampft sind. So, Zela erreichen. Ach, da kann ich gar nicht hoch. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Holla, holla! So cool aus. Gut, es gibt ein Portal auf dieser Seite. Wir stecken hier also nicht fest. Sehen Sie nun erstmal, welche Geheimnisse? Wie bitte? Oh oh. Sie, Taris! Haltet sie auf! Automatische Verteidigungssysteme, was für eine Zeitverschwendung. Ich muss Zela leider recht geben. Habt ihr sie, die Schwärmer? Guck mal. Oh mein Gott. Also jetzt mal eben ganz kurz, ne? Bevor wir das Kraftfeld deaktivieren. Stellt euch mal vor, ihr steht auf so einer
Glasplatte und unter euch, oder oh, das ist ja noch nicht mal Glas, das ist hier irgendwie so ein fluides, I don't know. Und unter euch geht es so weit in die... Boah, mir schüttelt es sich. Das ist ein unglaublicher... ich glaube, irgendwo in New York oder so gibt es auch so ein Gebäude. Da ist so eine Glasplattform. Die kann man betreten und dann geht es da unends in die Tiefe. Ich werde nicht zulassen, dass sie mich mitnehmen. Wir müssen sie fangen, bevor sie uns noch mehr Ärger bereitet. Ich gebe ausnahmsweise Sela recht. Sie hat die Tür verriegelt. Versuchen Sie, sie mit dieser Konsole zu entriegeln. Mach ich. Interessant. Wenn diese Daten richtig sind, befinden wir uns in der Andromeda-Galaxie. Sie sollten einige dieser Dateien auf Ihrem Tricorder herunterladen. Zugang unterbrochen, Konsole gesperrt. Ist die Tür auf? Nein. Hiermit versuchen wir es nochmal. Diese Sphäre scheint weitaus älter als die anderen zu sein. Wir erfassen den Kommunikationsverkehr von mehreren ekoianischen Schiffen innerhalb der Sphäre. Die Schiffe sind allesamt nicht klassifiziert. Da ist noch einer. Ah, na also, fast geschafft. Sela. Endlich, die Tür ist offen. Nichts wie los. Verfolgungsjagd fortführen. Holla. Terris muss die Kollimatoren in dieser Plasmastrahlenbank überladen haben. Sie hat diesen Raum von einem Plasmaverteilungskanalisierer zu einer Todesfalle gemacht. Wer hat sich eigentlich einfallen lassen, so einen Raum einzubauen? Gegenüber dem Kontaminierungsbereich befinden sich Kontrollkonsolen. Wenn Sie an diese gelangen können, können Sie damit vermutlich das System herunterfahren. Das scheint sehr gefährlich zu sein, doch wir haben keine andere Wahl. Was mache ich hier? Ich bin so doof. Glaube ich in der nächsten... Okay, also ich darf nicht in diese... Ich darf da nicht hingelangen. Ich darf da nicht hingelangen. Wie zur Hölle mache ich das, dass ich da hinkomme? Kollimator deaktivieren. Und hier auch nochmal Kollimator deaktivieren. So, jetzt dürfen die Damen und Herren mir folgen dürfen. Es gibt keinen Ausweg mehr, Terris. Denken Sie wirklich, dass die Ekoianer Sie jetzt retten werden? Nein, Sie verstehen nicht. Ich bin nicht an Sie herangetreten, weil ich die Herrschaft übernehmen wollte. Ich brauche Sie, um Sie zu retten. Um die Zeit zurückzudrehen, um Horus ungeschehen zu machen, um Romulus zurückzubringen. Sie sind ein noch größerer Narr, als ich dachte. Sie bemitleidenswerte, verwirrte Kreatur. Die Ekoianer scheren sich nicht darum, irgendetwas zu retten. Und selbst wenn, sie wären nicht dabei. Wir müssen von hier verschwinden. Es ist nicht mehr sicher. Dann gehen Sie am besten. Wenn Sie das nur gewusst hätten, Terris, die Ekoianer können nicht durch die Zeit reisen. Es zerstört ihren Verstand. Die Sphäre ist gerade gesprungen.
Sehen Sie mal, es ist Nacht. In dieser Sphäre, doch in den anderen Sphären ist nie dunkel. Die ikorianischen Flottenverbände sind hier und es sind so viele Schiffe, dass sie die Sonne verdecken. Ich sehe sie. Los geht's! Absurd zu denken, dass sie etwas Bedeutungsvolles hätte vollbringen können. Sie hat ihren Thron verloren und Jahre damit verbracht, ohne Sinn und Verstand Götter zu huldigen, die ihre Gebete weder hören noch beantworten konnten. Terrys Fanatismus hat sie geblendet. Sie hat die Ikorianer durchgehend erforscht, doch niemals die eine einfache Tatsache in Erfahrung gebracht, die ihre Mission hätte beenden können. Es gab nur eine Sache, bei der sie recht hatte. Wir müssen verschwinden, und zwar sofort. Können Sie mir kurz erklären, warum die Ikorianer nicht durch die Zeit reisen können? Die Hirne der Ikorianer gleichen nicht den unseren. Sie sind mit Chronitonen in verschiedenen Zustandsformen verschränkt. Ich erspare Ihnen die langweiligen Details. Diese helfen Ihnen, sich beim Verwenden des Portals zu orientieren. Das bedeutet aber, dass Ikorianer nicht so wie wir durch die Zeit reisen können. Sie würden dabei ihr Gedächtnis verlieren. Wir haben bis jetzt nur automatisierte Verteidigungssysteme gesehen. Warum die Eile? Wir können hier mehr über die Pläne der Ikorianer erfahren. Sehen Sie sich den Himmel an. In einer Sphäre wie dieser sollte nichts die Sonne verdecken. Das sind keine Wolken. Ikorianische Schiffe. Es sind so viele, dass sie das Sonnenlicht gänzlich blockieren. Elachi-Truppen. Vorsicht! Haben Sie das auch gefühlt? Die Sphäre ist soeben gesprungen. Sie wurden gewarnt. Ihre Galaxie ist verloren. Oh oh, was geht hier vor sich? Elachi! Ich glaub das ja nicht. Was ist das denn? Das gibt's ja nicht. Ein Herold! Verdammt! Laufen Sie! Durch das Tor entkommen? Durch welches Tor denn? Der Herold wird zurückkommen. Durch welches Tor? Dadurch? Hierher, ne? Oh Gott. Das Portal destabilisiert sich. Ich werde mich darum kümmern. Springen Sie jetzt hindurch. Was? Hier rein oder was? Oh. Ich glaub's ja nicht. Sir, wir haben uns gefragt, was geschehen ist, seit sie von unseren Sensoren verschwanden. Das Kommando hat die Flotte in Alarmbereitschaft versetzt. Sie müssen unverzüglich auf ihr Schiff zurückkehren. Wie geht es von Syl? Sie erholt sich auf der Krankenstation. Der Doktor sagt, dass die Trill-Physiologie es ist erlaubt, Übernahmen durch neurologisch verlinkte Symbiosen zu überleben. Van Syl war bis jetzt noch mit keinem Symbioten vereinigt, daher konnte der Parasit sie übernehmen. Sie könnte möglicherweise noch ein paar Erinnerungen an die letzte Zeit haben, sodass sie uns nützliche Informationen liefern könnte. Der Doktor meint, dass sie in nur wenigen Tagen bereit für die Besprechung ist und dann wieder auf die Voyager zurückkehren kann. Verstanden. Gibt's noch etwas, das ich wissen sollte? Wir können sie an Bord beamen, sobald sie bereit sind, Sir. Das Kommando will, dass wir sofort zum Ikorianer-System aufbrechen. Irgendetwas Wichtiges scheint davor zu gehen. Hochbeamen bitte. Oh Gott. Das war ja mal... Setze Kurs auf das Ikonia-System. Jo. Der Himmel ist blutrot. Wir sind im Ikonia-System angekommen, Sir. Ich befürchte, unsere Probleme haben sich soeben verschlechtert.
Oder was stand da? Oh Gott. Ich darf jetzt auf jeden Fall erstmal das Kommando rufen. Admiral Fluffy, es ist schön, Sie wieder hier zu haben. Eine Dyson-Sphäre ist vor weniger als einer Stunde auf eine Position in der Nähe des Ikonia-Systems gesprungen. Wir wissen nichts Genaueres, doch basierend auf Ihren Aufzeichnungen gehen wir davon aus, dass es sich um dieselbe Sphäre handelt, die Sie zusammen mit Sela entdeckt haben. Ich gebe es nicht gerne zu, doch sie hatte recht. Die Invasion der Ikorianer beginnt. Es gibt nebenbei bemerkt keinen Hinweis auf den Verbleib von Sela. Wir werden unsere Suche weiter fortsetzen, doch ich habe das Gefühl, dass wir sie nicht finden werden, solange sie nicht gefunden werden will. Und solange sie sich von uns fernhält, kann ich sogar damit leben. Wir werden sie eines Tages für ihre Verbrechen zur Rechenschaft ziehen, doch im Moment haben wir größere Sorgen. Sehe ich auch so. Ich würde jetzt ganz spontan die Mission eigentlich gerne nochmal machen. Dann könnte ich nämlich irgendeinem Brückenoffizier hier den Gefechtspanzer und den Personenschutzschild geben. Ich nehme jetzt erstmal den Gefechtspanzer und sammle die Belohnung ein. So, sehr, sehr, sehr schön. Finde ich ganz toll. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich ziehe es nicht unnötig in die Länge. Lebt lang und in Frieden. Bis zum nächsten Mal. Eure Fluffy.